Sehr geehrter Herr Landesbischof Bedford Strohm, sehr geehrter Dr. Lichtenfeld, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen des Landeskirchlichen Archivs hier als unsere Gäste begrüßen zu können. Wir finden es ganz wunderbar, dass der Festakt zum Jubiläum 100 Jahre Predigerseminar Nürnberg hier in unseren Räumen stattfindet. Dies aus mehreren Gründen. Denn zum einen ist die Geschichte des Landeskirchlichen Archivs eng mit der Geschichte des Predigerseminars verwoben. Der Vorläufer des Landeskirchlichen Archivs, die Sammelstelle für kirchliches Schrifttum, war zunächst im Predigerseminar untergebracht. Mit der Gründung des Landeskirchlichen Archivs trennten sich die Wege, dies allerdings nur für kurze Zeit. Denn bereits Mitte der 1950er Jahre zog das Archiv links vom Predigerseminar in einen Neubau und schließlich 2013 rechts vom Predigerseminar in das heutige Gebäude, in dem wir heute sitzen. Das Verhältnis zum Predigerseminar ist also von einer großen räumlichen Nähe und auch von einer sehr guten Nachbarschaft geprägt. Das Predigerseminar, das kann ich sagen, trägt auch immer ein wenig zur guten Stimmung bei uns im Haus bei. Wir finden es zum Beispiel immer wunderbar, dass wir immer wieder die Gesangsübungen aus dem Garten des Predigerseminars hören dürfen. Bei solch einer Unterhaltung und geistlichen Unterstützung arbeitet es sich leichter. Neben der guten Nachbarschaft gibt es natürlich noch einen weiteren, viel wichtigeren Grund für eine Veranstaltung hier im Haus. Denn das Archiv ist das Gedächtnis der Landeskirche und verwahrt die gesamte schriftliche Überlieferung dieser bayerischen Landeskirche. Dies sind inzwischen gut 20 Kilometer an Unterlagen und darunter auch einige Meter des historischen Aktenbestandes des Predigerseminars. Jubiläen und Archive sind somit immer sehr eng miteinander verwoben, denn bei einer Jubiläumsfeier rücken die historischen Dokumente in den Blickpunkt. Insofern kann es auch keinen besseren Platz für ein Jubiläum geben als das Landeskirchliche Archiv. Sie finden hinten im Saal eine kleine Auswahl der Archivalien, die wir für den heutigen Tag zusammengestellt haben. Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs, gratulieren unserem Nachbarn, dem Predigerseminar, damit ganz, ganz herzlich zu diesem runden Jubiläum und wir wünschen Ihnen nun eine gute Zeit und einen schönen Festakt. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jubiläumsfestgäste, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns riesig, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, um mit uns zu feiern. Trotz Regenwetter. Denn natürlich hätten wir Ihnen gerne unser Predigerseminar so präsentiert, wie es auf dem Bild zu sehen ist. Aber unsere Devise ist, wenn wir schon monatelang um Regen gebetet haben, dann sind wir jetzt auch dankbar dafür. Am 5. Oktober 1922 wurde das Predigerseminar im Veilhof an den Ufern der Pegnitz eingeweiht. Die Pegnitz floss damals noch hier durch, mitten durch die Landschaft. Der Festgottesdienst um 9 Uhr war in der nahegelegenen St. Bartholomäuskirche, die Einweihung dann um 11 Uhr hier durch Kirchenpräsident Friedrich Veit und den späteren Landesbischof Hans Meiser als Gründungsrektor. Mit anwesend waren viele Mitglieder der Kirchenleitung, natürlich aus Landeskirchenrat und Synode, Repräsentanten aus Stadt und Bürgerschaft. Das Gratulationsbuch der ersten Stunde liegt ebenfalls in einer der Vitrinen hinten aus. Sie können es bestaunen mit einer wunderschönen Aquarellzeichnung auch vom damaligen Predigerseminar. Heute, nach 100 Jahren, begrüße ich an der Stelle all der Repräsentanten, die damals zugegen waren, selbstverständlich Sie, lieber Herr Landesbischof Dr. Heinrich Bedford Strohm. Die Ausbildung liegt Ihnen sehr am Herzen, das erleben wir fast tagtäglich und wir sind sehr dankbar dafür. Und ich erinnere mich bei der ersten Vorstellung unserer neuen Vikariatskonzeption im Landeskirchenrat vor ungefähr 2 Jahren, reagierten Sie ganz spontan: Da würde ich auch gern nochmal Vikar sein. Und deshalb antworte ich sehr gerne, natürlich, lieber Herr Bischof.
Sie sind herzlich willkommen für den nächsten Herbst, aber ich habe es leider schon erfahren, dass Sie schon eine Anschlussfunktion zugesagt haben. Aber vielleicht lässt sich das verbinden mit Ihrem neuen Amt dann. Zusammen mit Ihnen ist Oberkirchenrat Stefan Reiners gekommen, ständiger Vertreter des Bischofs und heute aber vor allem in Funktion als Abteilungsleiter für Personal und Ausbildung und Dienstrecht. Und mit Ihnen zusammen Frau Kirchenrätin Isolde Schmucker, zusammen mit ihrem Mann, als die Ausbildungs- und Personalentwicklungsreferentin unserer Landeskirche. Sie beide werden gleich noch sprechen. Frau Regionalbischöfin Elisabeth Hahn von Weyern, Sie kommen regelmäßig zu uns ins Predigerseminar, zu den Gesprächen mit unseren Abschlusskursen der Vikarinnen und Vikare. Sie sind sozusagen Stammgästin bei uns im Hause. Und ich freue mich, dass Sie heute Morgen gekommen sind, obwohl daher noch eine Ordination eines ehemaligen Vikars ansteht. Und bitte nehmen Sie unsere Grüße und Segenswünsche mit. Wir denken dann immer, so schnell geht's. Gerade war er noch Vikar und jetzt ist er Pfarrer. Wunderbar. Synodenpräsidentin Dr. Breidel musste gestern leider ganz kurzfristig krankheitsbedingt absagen, aber stellvertretend für Sie, für alle anwesenden SynodalInnen, nenne ich Frau Christina Flauder aus dem Landessynodalausschuss, kirchenleitendes Gremium, die mit ihrem dritten Arbeitskreis der Synode regelmäßig bei uns im Predigerseminar auch zu Gast ist. Und ebenso stellvertretend für alle anderen Frau Dr. Stefanie Schardin, Pfarrerin in Fürth. Es ist noch viel mehr Kirchenleitung hier anwesend, denn auch im Ruhestand bleiben Sie, Gott sei Dank, mit dem Predigerseminar verbunden, Herr Altbischof Dr. Johannes Friedrich und seine Ehefrau Dorothea Friedrich. Herr Regionalbischof in Ruhestand Christian Schmidt. Und was mir eine besondere Freude ist, Frau Hiltud von Löwenich, deren Mann leider schon lange verstorben ist, im Bischofsamt war und lange vor dieser Zeit Studieninspektor im Predigerseminar war. Ich freue mich sehr, dass Sie auch der Einladung gefolgt sind heute. Diakoniepräsident in Ruhestand Ludwig Markert, herzlich willkommen. Und für alle anwesenden Dekaninnen und Dekane, stellvertretend Dekanin Britta Müller hier aus Nürnberg Süd, in Blickweite vom Predigerseminar über den See hinweg, Christine Schürmann, Nürnberg Ost und Manuel Zeklarek aus Bad Berneck. Für den Pfarrerinnen und Pfarrerverein die beiden Vorsitzenden Corinna Hector und Daniel Tenberg. Und natürlich waren damals zur Einweihung des Predigerseminars auch schon die ersten 17 Kandidaten anwesend, die sofort mit ihrer Arbeit begonnen haben. Heute stellvertretend für die insgesamt 110 Vikarinnen und Vikare in der laufenden Ausbildung der Kurs F22, die also dieses Frühjahr im März ihr Vikariat begonnen haben. Die hatten zwei lange Wochen Religionspädagogik-Ausbildung und haben es geschafft, neben der Religionspädagogik-Ausbildung im vollen Umfang auch noch dieses Fest mit großem Engagement und Kreativität und Tatkraft vorzubereiten. Für die Vereinigung der Bayerischen Vikarinnen und Vikare und PfarrerInnen begrüße ich Pfarrerin Lisa Hacker aus Roding, auch noch sehr vertraut aus Predigerseminarzeiten. Und für den Förderverein des Predigerseminars, der uns hilft, manche Dinge zu bewältigen, neu zu machen, anzuschaffen, wofür der klamme Haushalt des Predigerseminars nicht herhalten kann. Zum Beispiel das neue Herzstück des sozialen Lebens in unserem Haus, die große Kaffeemaschine, Kaffeevollautomat. Begrüße ich Pfarrer Stefan Fischer stellvertretend für alle Anwesenden. Herzlich willkommen. Für die Öffentlichkeit von Stadt und Gesellschaft, die damals auch anwesend war, Frau Stadträtin Elisabeth Ries, Stadträtin für Referentin für Jugend, Familie und Soziales und heute auch in Vertretung für Oberbürgermeister Markus König. Wie schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Und Herrn Staatsminister AD Günther Klose, ja vielen bekannt, da er viele Jahrzehnte Mitglied der Landessynode und des Landessynodalausschusses war. Zur Nachbarschaft gehören auch die Einrichtungen, die ihre ersten Anfänge im Predigerseminar in der Pfeilhofstraße hatten, zum Beispiel, liebe Frau Dr. Lutz, wir haben es gehört von Ihnen,
das Archiv, die Sammelstelle für kirchliches Schrifttum. Ich muss es leider sagen, in den Kellerkatakomben des Predigerseminars haben sie angefangen. Das war sozusagen unten drunter. Dann links daneben, jetzt rechts daneben. Wir sind umgeben von Archiv und das ist sehr schön. Das ist eine Lieblingsnachbarschaft, so wie wir es nennen. Und so wie Sie unsere Stimmübungen hören, grüße ich Sie, wenn ich in meinem Gartenanteil Tomaten pflücke, dann winke ich der Lieblingsnachbarin auch immer in ihr Büro hoch. Und mit Ihnen begrüße ich auch Ihre Vorgängerin, Frau Dr. Andrea Schwarz und Ihren Ehemann Dr. Christian Krause. Damit hat meine Lieblingsnachbarschaft mit dem Archiv hier begonnen. Herr Dr. Krause ist auch hier sozusagen gastweise zurzeit im Haus als leitender Direktor des Staatsarchivs Nürnberg, zurzeit hier im Archiv einquartiert. Und von 1922 an war für 10 Jahre auch noch eine Mädchenschule der Diakonissenanstalt Neuendettelsau hier untergebracht, aus der dann später die Wilhelm-Löhe-Schule hervorging. Dafür begrüße ich Herrn Oberstudiendirektor Pfarrer Marc Meinhardt. Herzlich willkommen, stellvertretend für alle anderen Schulleiterinnen und Schulleiter und die hervorragende Kooperation für uns in Sachen religionspädagogische Ausbildung. Nachbarschaft war auch die Diakonissenanstalt Neuendettelsau. Über 50 Jahre lang haben von Anfang an Neuendettelsauer Diakonissen in der Hauswirtschaft des PS für Leib und Wohl der Kandidaten gesorgt. Dafür ist heute Frau Oberin Susanne Munzert hier, auch Pfarrerin, auch Mentorin gewesen viele Male und heute eben in ihrer Funktion als Oberin der Diakonie-Gemeinschaft. Für die Nachbarschaft im Stadtteil Wörth, Frau Margit Grau vom Vorstadtverein Wörth und Pastorin Birgitta Hetzner von der methodistischen Zionsgemeinde hier fast gegenüber. Die musikalische Nachbarschaft haben Sie schon genießen können. Die Hochschule für Musik in unmittelbarer Nachbarschaft und wir freuen uns sehr, dass Sie heute extra für unser Fest Musik machen. Es sind immer wieder Studierende bei uns untergebracht im Haus. Sie noch nicht, aber Sie dürfen auch selbstverständlich herzlich willkommen sein, Frau Tabea Wink und Fiona Zimmermann und Professor Jeremias Schwarzer ist sozusagen nicht nur Stammgast, sondern gehört zum Inventar des Predigerseminars. Er wohnt in Berlin, aber während der Semesterzeit ist er immer 2-3 Tage mindestens jede Woche bei uns im PS zu Gast. 100 Jahre Predigerseminar sind Kirchen- und Zeitgeschichte wie im Brennglas zusammengefasst. Heute ist gar nicht die Zeit, heute früh daran viel zu erinnern. Heute Nachmittag wird erzählt aus den letzten 50 Jahren und in den Vitrinen hinten sehen Sie ausgewählte Exponate und Dokumente aus zumindest den ersten 50 Jahren des Predigerseminars. Schon vor dem Ersten Weltkrieg waren auch in Bayern Rufe nach einem Predigerseminar für alle angehenden Pfarrer laut geworden. Nach dem Vorbild vieler anderer Predigerseminare in Deutschland, die es damals schon gab, allen voran Wittenberg, sozusagen die Mutter aller Predigerseminare. Die haben schon ihr 200-Jähriges hinter sich. Dafür begrüße ich den stellvertretenden Direktor des Predigerseminars Wittenberg, Studienleiter Stefan Günther, auch stellvertretend für die Internationale Konferenz der Ausbildungsinstitute für den Pfarrberuf, der wir selbstverständlich auch angehören. Die Synodenbeschlüsse von 1913 zur Errichtung eines Predigerseminars konnten wegen des Ersten Weltkriegs nicht umgesetzt werden. Erst 1922, als die Nürnberger Erziehungsanstalt für schwer erziehbare Jugendliche aus Platzgründen das erst 20 Jahre zuvor errichtete stattliche Gebäude auf dem Pfeilhof aufgeben musste, konnte die Landeskirche damals Haus- und landwirtschaftliches Anwesen, das sich bis weit über die Pegnitz erstreckte, erwerben, zum Preis von 2,5 Millionen Reichsmark damals. In seiner Einweihungspredigt betont Hans Meiser, weshalb Nürnberg ein idealer Standort für das Predigerseminar ist. Denn hier in der schon damals modernen, aufstrebenden Industrie- und Großstadt sollten die Kandidaten gerade mit den Fragen und Nöten der entkirchlichten Massen nach dem Ersten Weltkrieg konfrontiert werden und ihre spätere Gemeindearbeit davon prägen lassen. Diese Orientierung am Auftrag der Kirche hin zu den Menschen mit dem Ohr ganz nah bei den Menschen, die musste in 100 Jahren PS-Geschichte immer wieder neu durchbuchstabiert werden, bis hin zu Puck
und unserem Konzeptionsprozess Vikariat 2026. Und für PUC ist hier Kirchenrat Thomas Prieto Peral, Planungsreferent der Landeskirche, der auch unseren Vikariatskonzeptionsprozess maßgeblich mit berät und mitgestaltet. Von den Ehemaligen im Predigerseminar sind so viele gekommen und ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Sie haben diese 100-jährige Geschichte in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt. Die Oberkirchenräte in Ruhestand Hans-Georg Bauer und Franz Peschke, meine Vorvorgängerin Sieglinde Klemm und Frau Barbara Ditzfelbinger, die mit ihrem leider schon verstorbenen Ehemann Wolfgang Ditzfelbinger und Familie auch 9 Jahre lang drüben in der Rektorenwohnung gelebt hat. Aus den Predigerseminaren Neuendettelsau, die beiden ersten Rektoren und Regionalbischöfe in Ruhestand, Herrn Gotthard Preiser ist leider, wie ich sehe, noch nicht angereist mit seiner Ehefrau. Und ja, hier, wie schön, dass Sie doch da sind. Ja, herzlich willkommen. Und Herrn Dr. Ernst Öffner. Studieninspektoren gab es natürlich ganz viele. Die kann ich gar nicht einzeln nennen. Aber dass es in diesem Wandel von 100 Jahren eben auch viel Kontinuität über die Jahrzehnte gab, das wird sichtbar allein an einem Namen. Da gab es in den Kriegsjahren einen Studieninspektor mit Namen Bernhard Bamsel. Seit März haben wir einen Vikar im Kurs F22 mit demselben Namen, das ist der Enkel. Und sein Vater Michael Bamsel war auch Studieninspektor, viele Jahre hier im Predigerseminar und bis vor wenigen Monaten Diakoniepräsident, jetzt im Ruhestand. Stellvertretend für alle anwesenden Studieninspektoren und Studienleiterinnen. Zur schweren NS- und Kriegszeit müsste man ganz anders reden. Das tue ich hier nicht. Einige Exponate finden Sie in den Vitrinen. Rektor Julius Schieder und Kurt Fröhr haben hier in den Anfangsjahren der NS-Diktatur hier eine Organisations- und Schaltzentrale wirklich für die bekenntniskirchliche Pfarrerschaft entwickelt, die maßgeblich auch die angehenden Pfarrer und Pfarrerinnen geprägt hat. Und trotzdem musste er viel klagen, vor allem über den nationalsozialistischen Geist der jungen Kandidaten und Kandidaten. Der spätere Rektor Hermann Ditzfelbinger, nachmaliger Landesbischof, wurde 1939 mit Überfall von Nazi-Deutschland auf Polen und Beginn des Zweiten Weltkrieges Hals über Kopf als kommissarischer Rektor berufen, weil sein Vorgänger Litz Schmidt in den Kriegsdienst einberufen wurde. Und er begann sein Amt hier, ich zitiere 2, 3 Sätze aus seinem ersten Jahresbericht. Darf ich mit einem persönlichen Wort schließen? Ich bin mit viel Zittern und Zagen an meinen Posten gegangen. Ich darf nicht leugnen, dass mir manchmal die Arbeit sehr viel Freude machte. Aber auf das Ganze gesehen blieb doch die Angst. Man müsste ein Riese sein an Geist und Glauben, um seinen Posten ganz auszufüllen. Meine Bitte ist, möge Gott 2. Korinther 12 an meiner Arbeit wahrmachen. Ich glaube, diese Zeilen zeigen, wo der Riese an Geist und Glauben tatsächlich war und gewirkt hat in unserer Kirche. 25er Jahrfeier des Predigerseminars konnte nicht gefeiert werden, da gab es nichts zu feiern. Das Haus war im Krieg fast völlig zerstört worden, der Ausbildungsbetrieb nach Erlangen ausgelagert. Von dort aus betrieb Hermann Ditzfelbinger den Wiederaufbau. Im Herbst 1948 konnte das Haus wieder eingeweiht werden. Dazu kamen unter anderem Vertreter aus der akademischen Theologie von Erlangen und vor allem auch aus Neuendettelsau, denn das Predigerseminar hatte 2 junge Schwesterinstitutionen erhalten, das Pastoralkolleg 1946 und die Augustanische Hochschule ein Jahr später. Die 75-Jahr-Feier kommt im Dezember. Wir freuen uns darauf. Als Vertreter der akademischen ersten Ausbildungsphase vertrete ich deshalb Frau Professorin und Prorektorin Dr. Sonja Keller von der Augustaner Hochschule, Professor Peter Bubmann von der FAU in Erlangen und Professor Christian Albrecht von der LMU München. Dazu als Emeriti von der Augustaner Professor
Wolfgang Sommer und, das ist mir eine besondere Ehre, mein Vater, Professor Herwig Wagner, der es mit seinen jetzt 95 Jahren schon gewöhnt ist, dass er wieder mal der Alterspräsident heute ist. Herzlich willkommen. Mit Rektor Frank Zielinski vom Pastoralkolleg grüße ich auch alle Kolleginnen und Kollegen der anderen Aus- und Fortbildungseinrichtungen, die später dazu kamen, Pfarrverwalterseminar, FEA, kirchliche Studienbegleitung. 1972 feierte das PS 50-jähriges Jubiläum, die Sommerolympiade in München, ein Signal des Aufbruchs in die Moderne, endete mit der Katastrophe des Attentats. Und doch steht das luftige Olympia-Zeltdach für einen Neuaufbruch aus verkrusteten Mauern und Strukturen, der auch durch unsere Kirche ging. Endlich werden Frauen zur Ordination zugelassen. Pfarrberuf und Gemeindearbeit müssen grundlegend neu gedacht und gelebt werden. Und Sinnbild dafür ist die Gründung der Gemeindeakademie in Rummelsberg, die im Oktober ihr 50-jähriges feiert. Dafür begrüße ich sehr herzlich meine Kollegin Dr. Susanne Schatz als Leiterin der Gemeindeakademie und stellvertretend für alle anderen Einrichtungen Professor Konrad Müller vom Gottesdienstinstitut. Seit den 60er Jahren wurde auch das Vikariat grundlegend reformiert und die Vikarinnen und Vikare wurden Lehrpfarrern bzw. Mentorinnen und Mentoren in den Gemeinden zugewiesen, wo sie ihre eigentliche praktische Ausbildung erfahren. Für diese enge Zusammenarbeit in der Ausbildung begrüße ich alle zahlreich anwesenden Mentorinnen und Mentoren in Gemeinde und Schule sehr herzlich. Und in den Fokus geriet in diesen Jahren auch immer mehr die notwendige Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen in der Kirche, allen voran den Diakonen und Religionspädagoginnen und Kirchenmusikern. Dafür steht heute die Evangelische Hochschule Nürnberg mit ihrem neuen Präsidenten, Professor Thomas Popp, und für die Kirchenmusik, Landeskirchenmusikdirektor Knörr. Schön, dass Sie da sind. Das letzte Jubiläum 1997, 75 Jahre. Reform war schon da das große Thema, natürlich durchgehend. Martin Nicol hat den Impulsvortrag gehalten, ist heute leider verhindert. Die konsequente Orientierung am Kompetenzbegriff hat in den Folgejahren Ausbildung und Beurteilung von Grund auf umgekrempelt. Außerdem wurde das Haus schon 1990/91 grundlegend reformiert mit Franz Peschke als Rektor, das heißt grundlegend umgebaut und erneuert. Und mit seinen modernen Nasszellen in jedem Gästezimmer wurde es zum mit haftendem Duschvorhang Aber so wurde das Predigerseminar Nürnberg zum Hirten unter den Predigerseminaren. Denn damals gab es ja noch Bayreuth, Pasing und Neundettelsau. Und ich war in Neundettelsau. Und Herr Reimers und Frau Schmucker, Sie auch. Und wir haben damals neidisch nach Nürnberg geguckt. Ja, und mit Auflösung des Bayreuther Predigerseminars 2005 blieb nur noch die Feilhofstraße übrig. Hier wurde dafür auch weiterhin viel reformiert. In den vergangenen 10 Jahren, die ich überblicken kann als Rektor, hatten wir Gott sei Dank eine große Zahl an Vikarinnen und Vikaren auszubilden. So groß, dass wir zusätzliche mobile Kurse, ein fliegendes Predigerseminar installieren konnten und durften in Augsburg und in ganz Bayern unterwegs. Dazu kamen neue Ausbildungsformen wie Spezialvikariat, Vikariat im Teildienst oder ab kommenden Oktober, in wenigen Tagen erstmals, ein Vikariat im Ehrenamt. Und das Vikariat ist auch bunter geworden durch die Öffnung für andere Zugänge zum Pfarrberuf. Eben neben dem grundständigen Theologiestudium sind da plötzlich auch Masterabsolventinnen und Absolventen mit Erstberuf Zahnarzt, Wissenschafts- oder Agraringenieurin. Außerdem Pfarrerinnen und Pfarrer aus anderen Kontexten im Fortbildungsvikariat aus Russland, wie aus Äthiopien, aus Brasilien oder den USA, ganz aktuell. Heute sind wir im Rückblick dankbar für die Fülle des Lebens, das in 100 Jahren in diesem Haus in der Feilhofstraße gelebt wurde. Gelebt, gelernt und diskutiert, ja auch gestritten, gebetet und gefeiert, gesungen, gelacht und oft auch geweint. Etwa 3000 Vikarinnen und Vikare haben hier bisher die Grundlagen für ihren Pfarrdienst erworben und viel mehr für ihr Leben. Und wir schauen heute an diesem Wendepunkt in ein neues Jahrhundert zuversichtlich nach vorne.
auch wenn wir in 2 Jahren dieses wunderbare Haus und Anwesen verlassen müssen, das ein so hervorragender Ausbildungsort war und ist. Die Pfarrbildung wird weitergehen. Das Vikariat wird noch bunter werden und vielfältiger und vor allem bewegter, mobiler bis in alle Regionen unserer Landeskirche. Neugierig und hoffnungsvoll werden wir deshalb dieses Neuland betreten und vertrauen im Übergang in ein neues Jahrhundert auf Gottes gutes Geleit und seinen Segen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrter Herr Landesbischof, sehr verehrte Mitglieder unserer Landessynode, liebe Gäste. Wenn ich als Referentin im Landeskirchenamt, die dort die theologische Ausbildung mitgestaltet und somit auch für das Predigerseminar zuständig bin, mit meinen nicht kirchlich sozialisierten Freunden von meiner Arbeit spreche und von dem Predigerseminar erzähle, dann treffe ich oftmals sehr auf Fragen und auch auf Unverständnis. Was ist denn das? Was passiert denn da? Und was lernt man da und wie lernt man dort? Es gibt immer viel zu erklären. Und der Begriff ist ja auch tatsächlich einer aus einer vergangenen Zeit. Und er trifft die Sache nicht wirklich. Natürlich, wir Pfarrerinnen und Pfarrern predigen. Aber, und das gehört auch dazu, wir haben noch so viel mehr Aufgaben in unserem Beruf, auf die unser Predigerseminar ja auch die Vikarinnen und Vikare vorbereitet. Denn der Pfarrberuf ist anspruchsvoll und wird immer anspruchsvoller im Kontext unserer Gesellschaft. Vielleicht würde ich heute lieber sagen, dass junge Pfarrerinnen und Pfarrer hier lernen, wie Kommunikation des Evangeliums so passieren kann, dass Menschen in der weitgehend säkularen Gesellschaft eine Ahnung davon bekommen, was Glaube, was Christsein und was Kirche meinen und was diese und der Glaube und das Christsein mit ihrem Leben zu tun hat. Wenn ich also so ähnlich auf Fragen meines Freundeskreises antworte und ein bisschen erzähle, dann stoße ich doch auf Überraschung. Einerseits, aber auch auf Anerkennung und Interesse, dass wir als angehende Kirche so intensiv, als angehende Pfarrerinnen und als Kirche so intensiv ausbilden. Und manche sagen, sie hätten es auch für sich gewünscht, wenn sie so ähnlich intensiv auf ihre jeweilige Praxis vorbereitet worden wären. Das ist heute nicht selbstverständlich und sie war es früher auch nicht. Nicht alle angehenden Pfarrer und Pfarrerinnen konnten von Beginn an ein Predigerseminar besuchen. Herr Lichtenfeld hat auf die 100-jährige Geschichte dieser Ausbildung vor allem hier in diesem Haus hingewiesen. Immer war sie wechselvoll, immer jeweils von den Verantwortlichen unter dem Blickwinkel reflektiert, wie sie sich weiterentwickeln und verändern muss und damit auf der Höhe der Anforderungen bleibt, dass in absehbarer Rolle auch eine Rolle spielen werden in absehbarer Zukunft. Aus diesem Grund war und ist die Geschichte des Predigerseminars nicht abgeschlossen. Auch jetzt denken wir nach vorne und ich will deshalb ein paar Gedanken nennen, die uns augenblicklich, aber nur auf die nächsten Jahre hin bewegen. Mein Blick geht ein bisschen in die Zukunft, wenn auch nicht auf die nächsten 100 Jahre. Bis dahin wird, sofern es überhaupt noch ein Predigerseminar gibt in 100 Jahren, noch manche Veränderung passieren. Veränderungsprozesse jedenfalls ist das große Stichwort derzeit und das soll nicht nur den Namen des Predigerseminars betreffen. In der EKD denken wir gerade über eine Reform des Studiums, des Theologiestudiums nach. Eckpunkte einer neuen Prüfungsordnung wurden erarbeitet. Es geht dabei nicht nur um ein attraktives Studium. Nein, uns geht es um die Frage, die uns beschäftigt, wie kann die Wahrnehmungsfähigkeit auf die Welt und Wirklichkeit geschärft werden? Wie können wir in unserer Zeit Wege bereiten, dass sich die Studierenden in Räumen orientieren und Möglichkeiten finden, sich dort so zu verorten, dass wir das, was wir tun, dass das bestmöglichste Wirkung entfalten kann?
Was brauchen Sie dazu für Fähigkeiten, für Kompetenzen, an Haltungen, an Wissen und Können? Theologische Bildung im Raum der Wissenschaft und Persönlichkeitsbildung sowie religiöse Gestaltungskompetenz und das nicht nur im Binnenraum wissenschaftlichen Sprachspiels, sondern ausgesetzt in Fragen auch der Praxis, auch wenn die Wissenschaft ein ganz eigener Ort der Praxis ist. Und da schließt sich an, wie können wir deutlich machen, dass das an der Universität erworbene Wissen, wie auch das in der Kirche erworbene Wissen, wechselseitig füreinander relevant sind. Wie können sich, deshalb die gleiche Frage, angehende Pfarrer und Pfarrerinnen im Studienhaus, im Predigerseminar, in gesellschaftlichen Räumen zurechtfinden und Menschen auf Fragen Orientierung geben, religiöse Praxis gestalten? Das sind Fragen, die uns auch in dieser Reformvikariat 2026 beschäftigen. Wir denken an die Aufgaben, wie sie in 10 Jahren auf Pfarrer, Pfarrerinnen zukommen könnten. Welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen brauchen sie? Und wir haben es gewagt, Kompetenzen zu definieren, zusammen auch mit einer Arbeitsgruppe, die auch die Rückmeldung für Pfarrer, Pfarrerinnen, bisher Beurteilung, auch daran arbeiten. Es sollen im Vikariat auf die Kompetenzen gesehen werden, die wir brauchen, die dann auch im Pfarrberuf in einer anderen Qualität dieselbe Rolle spielen. Wie können wir angehende Pfarrer und Pfarrerinnen auf die Veränderungsprozesse vorbereiten und sie genau für diese Veränderungsprozesse stärken? Wie können wir unser Profil in den verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, in denen wir als Pfarrer und Pfarrerin ja schon tätig sind, wie können wir sie dafür schulen? Was heißt es, als Pfarrer in einer Schule tätig zu sein? Was heißt Schulseelsorge? Wie kann ich das Evangelium kommunizieren im System Schule? Aber was bedeutet es auch, Seelsorger zu sein in einem Krankenhaus, in dem es neben Pfarrer und Pfarrerin Therapeuten gibt und Psychologen? Das sind die Fragen, wohin wir auch junge Menschen profilieren sollen. Was ist da meine Identität als Seelsorger, als Seelsorgerin, als Pfarrer, als Pfarrerin? Das wollen wir auch in den Modulen, heute Nachmittag werden wir davon erzählen, auch stärken, diesen Gedanken und diese Zeit, sich auch mit diesen Systemen, in denen wir tätig sind und wahrgenommen werden, zu sehen. Was heißt Bildung im kirchlichen Kontext, in kirchlicher Jugendarbeit? Solche und ähnliche Fragen waren es, von denen wir uns haben leiten lassen und herausfordern lassen beim Nachdenken über die Frage, wie eine künftige Ausbildung heutzutage aussehen müsste. Man kann und man soll es im Licht solcher Fragen vielleicht nicht unbedingt so bleiben, wie es derzeit ist. Aber manches muss übernommen werden, weil es wichtig und immer noch gut ist. Und trotzdem braucht es Akzentverschiebungen. Oder etwas muss ganz neu aufgenommen werden. Ein wirkliches Novum wird sein, dass sich die Reflexionseinheiten nicht mehr nur im Haus hier in Nürnberg, im Predigerseminar, dessen Jubiläum wir feiern, abspielen werden. Nun wird das Studienhaus hinausgehen. Das hat etwas damit zu tun, dass Kooperationsfähigkeiten, Arbeiten und Präsenzsein in Netzwerken und auch in Sozialräumen wichtiger sind als früher. Und das soll sich nicht nur in den Inhalten der Ausbildung niederschlagen, sondern auch, wie das Predigerseminar auch zukünftig arbeitet, das Studienhaus. Es wird sich stärker verbinden mit den jeweiligen Regionen, wird in jedem Kirchenkreis präsent sein, sich stärker vernetzen und mit unseren weiteren theologisch-pädagogischen Berufsgruppen und mit den Kirchenmusikern, die auch in der Liturgie ausbilden werden. Es ist angesetzt, aber wir müssen es noch weiter verstärken, denn später werden wir miteinander arbeiten und im Team sein. Gleichzeitig aber natürlich braucht es neben dem in die Region gehen, die Kirche in allen ihren Facetten kennenlernen, auch eine Heimat. Es braucht das Profil der je eigenen Berufsgruppe. Was macht uns als Pfarrer und Pfarrerinnen aus? Wo liegen unsere Stärken? Aber auch das Profil der je eigenen individuellen Person. Wir wollen viel mehr Augenmerk darauf legen, auch wenn wir natürlich in den Grundaufgaben ausbilden, dass unsere Vikare und Vikarinnen mit ihren Gaben dann später auch eingesetzt werden können, gabenorientiert arbeiten können und so unseren Dienst leisten können.
Auch die Stellen später werden ja, so auch im PUC-Prozess angelegt, mit Profilen gestärkt sein. Und diese Profile und die einzelnen Gaben sollen die jungen Menschen auch von sich wissen. Die Frage wird lauten, was sind deine größten Stärken? Wo willst du an deiner nächsten Stelle dich weiter vertiefen? Dafür haben wir auch Profilphasen in dem Vikariat eingebaut, in dem zweijährigen Vikariat, wo ich manches vertiefen, nochmal einüben kann und wo ich selbst auch reflektiert in vielen Gesprächen, in Beratungsgesprächen aufschauen kann, wo meine Stärken liegen. Dass wir heute mit Blick zurück, dem Blick in die Zukunft zusammen sein können und auch feiern können, dafür danke ich dem Rektor des Predigerseminars und dem Team der Studienleiter, die diesen Tag inhaltlich vorbereitet haben. Ich danke allen Mitarbeitenden in Küche und Hauswirtschaft des Predigerseminars, die dafür sorgen, dass nicht nur die Seele, sondern auch der Leib genießen kann. Ich wünsche uns allen einen fröhlichen Tag. Liebe Vikarinnen und liebe Vikare, liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste und Freunde des Predigerseminars in Nürnberg, sehr geehrter Herr Landesbischof, ich bin gerne Vikar gewesen. Ich bin nicht im Predigerseminar in Nürnberg gewesen, sondern im Predigerseminar in Neuendettelsau und es wurde schon gesagt, da hat man neidisch räumlich geguckt. Was aber wahrscheinlich die Vikarinnen und Vikare und die Erfahrungen an allen Predigerseminaren miteinander verknüpft hat, ist, dass dort Beziehungen entstanden sind, dass dort Vertiefungen möglich waren, dass dort Förderung stattgefunden hat, die auf das weitere berufliche Leben intensive Auswirkungen gehabt haben. Ich bin gerne Vikar gewesen, weil es eine Zeit war, in der man sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen konnte, sondern tatsächlich gemerkt hat, in welcher Kirche lande ich jetzt eigentlich. Es war nämlich ein Schock. Ich war Ehrenamtlicher vorher in der Jugendzeit und ich kam nach meinem Studium, in dem ich tatsächlich und sehr bewusst aus Kirche völlig rausgegangen war und nur für mich selber Theologie studiert habe, in eine Kirche, die sich in diesen 7 Jahren total verändert hat. Und die Jugendlichen, mit denen ich Konfirmandenarbeit machen wollte, waren ganz anders, als ich selber als Jugendlicher gewesen war. Und es war wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Zeiten sich verändert hatten und die Menschen. Und es war wichtig, ganz viel Zeit und Raum zu haben, um auf Distanz zu gehen zu dem, was ich mir selber vorgestellt hatte und auf Distanz zu dem zu gehen, was andere von mir jetzt erwarteten, um einen eigenen Weg zu finden. Ich bin sehr gern Vikar gewesen, weil das im Vikariat und im Predigerseminar, egal in welchem, möglich gewesen ist. Und ich glaube, dieses auf Distanz gehen können und gleichzeitig reflektieren und gleichzeitig erkennen, welche Herausforderungen bestehen jetzt und was habe ich eigentlich als Person mit diesen Herausforderungen zu tun, das war immens wichtig und das ist heute noch genauso wichtig wie vor 20, 30, 40 oder 100 Jahren. Deshalb ein guter Grund, Predigerseminar Nürnberg, ein 100-jähriges Jubiläum zu feiern und wirklich zu feiern. Weil die 3000 Menschen, die da durchgegangen sind, haben alle diese Chance bekommen, auf Distanz zu gehen und gleichzeitig in eine intensive Bindung zu ihrem Beruf, zu ihrer eigenen Persönlichkeit neu zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Nicht abschließend, aber neu zu entwickeln. Dass Sie mich heute eingeladen haben zu diesem Jubiläum, ist natürlich ein Wunder, weil Sie ja auch mit dem Bild, das Sie heute hier präsentieren, nochmal so ein deutliches Zeichen geben, wie wichtig auch ein Haus ist und eine Heimat. Und ich bin nun nicht derjenige, der gesagt hat, das muss unbedingt als Heimat und Haus erhalten bleiben, sondern ein bisschen hat das ja auch mit mir zu tun, dass ich gesagt habe, wir müssen die Arbeit des Predigerseminars auch von Orten lösen. Weil wir gar nicht anders können,
als das, was uns in Gemeinden und Dekanatsbezirken und in der Begegnung mit Menschen jetzt und in Zukunft begegnen wird, auch schon in der Phase des Predigerseminars und des Vikariates abzubilden und zu leben. Dass Dinge, auch Orte, die uns selber vielleicht bisher selbstverständlich erscheinen, nicht mehr selbstverständlich sind. Und dass es wichtig ist, auch schon in der Ausbildung davon zu lernen, dass Selbstverständlichkeiten in diesem Sinne nicht mehr gegeben sind. Auch das sind Distanzierungen, die ich für mich selber einnehmen muss. Und gleichzeitig die Chance zu entwickeln, mit mehr von dem, was schon positiv erprobt ist, nämlich ein fliegendes Predigerseminar, mit mehr davon in unserer Landeskirche an vielen verschiedenen Orten unterwegs zu sein, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Wir haben es immer wieder erlebt, dass Vikarinnen und Vikare einen großen Teil unserer Landeskirche regional, geografisch, aber auch mit ihren Eigenheiten und mit ihren Zauberhaftigkeiten, die man gar nicht vermuten würde, nie kennengelernt haben. Und ich glaube, diese Phase von Vikariat und Predigerseminar gehört mit zu der Phase, in der wir uns in unserer Landeskirche umgucken müssen, voneinander lernen, unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Deshalb wird dieser Weg jetzt versucht und erprobt und gegangen. Und ich entschuldige mich trotzdem dafür, dass wir dieses Haus an dieser Stelle aufgeben werden. Es ist ein schönes Haus und es ist eine wunderbare Lage. Und auch mit den Nachbarschaften, die hier vorhanden sind, lässt sich vieles machen. Und trotzdem gehen wir auf einen neuen Weg. Dieser neue Weg hat etwas zu tun, ich habe es eben schon versucht anzudeuten, mit dem Verlust an Selbstverständlichkeiten, den wir schlichtweg als Landeskirche vor Augen haben müssen. Und das ist ein Prozess, der weitergehen wird. Wie können wir als Pfarrerinnen und Pfarrer in den kommenden Jahrzehnten damit umgehen? Ich glaube, der Kern, den wir im Vikariat und im Predigerseminar leisten müssen, ist, Persönlichkeiten zu stärken. Es geht nicht darum, dass alle Vikarinnen und Vikare als kommende Pfarrerinnen und Pfarrer genau dasselbe können. Dass sie alle unter dem Talar genau dieselben Ahnungen von Liturgie und von der Art und Weise haben, wie man einen G1-Gottesdienst, G2, G3 oder was für neue Formen von Gottesdiensten entwickelt werden, halten kann. Mir ist es wichtig, dass die Vikarinnen und Vikare in ihrer jeweils eigenen Persönlichkeit mit Menschen, die persönlichen Zugang zu Kirche suchen, diesen Zugang herstellen können, diesen Zugang pflegen, überhaupt für viele neu eröffnen können. Das können wir häufig nicht mit alten Formen, das können wir aber in ganz vielen unterschiedlichen Wegen des individuellen, persönlichen Herangangs. Deshalb ein Schwerpunkt der Vikariatsausbildung, die Stärkung der Persönlichkeiten unserer Pfarrerinnen und Pfarrer. Ich freue mich darauf, was wir nach 100 Jahren Predigerseminar mit all den guten Erfahrungen, mit der Tiefe, mit den Traditionen, die wir bewahren wollen und gleichzeitig mit dem einen oder anderen ausprobieren und neu gestalten, schaffen werden. Wir brauchen das ganz dringend. Ich danke Ihnen, lieber Herr Dr. Lichtenfeld und Ihrem Team und allen, die daran verbunden sind, dass wir in diesem 100. Jahr und in all den Jahren darum herum so intensiv miteinander ringen um die neuen Wege. Das Predigerseminar ist da übrigens nicht allein. Das Pastoralkolleg hat sein Haus schon vor einiger Zeit aufgegeben und es war ein großer innerer Kampf. Und heute sagt der Leiter, Mensch, das war gut, dass wir das gemacht haben. Weil sich Dinge neu ermöglicht haben, die vorher nicht möglich waren. Und ich hoffe und bin sicher, dass wir in unserem Blick zurück und in unserem Blick nach vorn mit all dem, was aufbricht und mit all dem, was wir positiv mitnehmen werden, ein tolles Predigerseminar in den kommenden Jahrzehnten haben werden. Vielen Dank für alles, was bisher war. Ganz viel Kraft für das, was kommt. Und ich freue mich drauf.
So, ich darf auch was sagen zum nächsten Stück. Ich bin gebeten worden, was zu sagen, weil Herr Lichtenfeld, mit dem ich das ja besprochen habe, was für Musik er sich auch wünscht für den Anlass, weiß, dass wenn man so ein paar Worte hört von einem Stück, manchmal ist dann einfach das Verständnis noch freudiger, wenn man sich an Sachen erinnert, auf die man kurz vorher so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit gelenkt wurde. Das nächste Stück ist ein ganz spannendes Stück, das ich auch deswegen ausgesucht habe. Aber am Anfang wollte ich mich noch herzlich bedanken, dass ich im Predigerseminar immer, und das ist vielleicht mehr als die meisten von Ihnen, 50 Nächte pro Jahr eigentlich hier bin. Und das über die letzten 10 Jahre eigentlich schon sein darf. Und das ist sehr, sehr schön für mich, weil ich muss eigentlich morgens in den Zustand, in dem man so vor dem Unterrichten ist, um 9 Uhr morgens, werde ich da unten von Frau Kurzmann, der Hauswirtschaftsleiterin, mit verständnisvollem Blick empfangen. Und ich bin sehr froh über diese neue Kaffeemaschine, muss ich wirklich sagen. Und dann ist es wirklich sehr viel wert, dass man nur in 6 Minuten dort ist, wo dann das erste Seminar wartet und die ersten Dinge. Also ich habe schon sehr viel erlebt. Nach Konzerten bin ich zurückgekommen ins Predigerseminar abends. Ich durfte manchmal am Wochenende schon anreisen. Dann hieß es einfach, Sie haben ja Ihren Schlüssel, Sie wissen ja, wie es geht. Ich kenne den Duschvorhang, ich kenne die Heizung, die manchmal um 2 Uhr nachts anfängt zu arbeiten. Das ist ein Teil meines Lebens über 10 Jahre und ich möchte nicht darüber nachdenken, dass es dann irgendwann nicht mehr da ist. Auf den Duschvorhang kann ich verzichten, auf manches andere aber nicht. Vor allen Dingen nicht auf die Menschen, die dort wohnen, Herr Lichtenfeld und seine Frau. Wir haben schon über vieles gemeinsam gesprochen. Wir freuen uns immer, uns zu begegnen, auf der Treppe und zwischendurch. Und vor allen Dingen eben Frau Kurzmann, die Hauswirtschaftsleiterin, aber auch Frau Pfuhler im Sekretariat. Das sind Menschen, die mich jede Woche, und ich bin sehr beeindruckt über die Freundlichkeit und einfach die Zuwendung, die da jeden Tag in diesem Haus einfach den Charakter auch ausmacht. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Das nächste Stück von Jakob van Eyck ist ein sehr spannendes Stück, weil es vieles anspricht, was Sie eigentlich alles auch jetzt schon gesagt haben. Jakob van Eyck war angestellt am Dom von Utrecht, und zwar als Glockenspielmeister. Damals konnte man die Glocken tatsächlich, die waren noch mit so einer Tastatur verbunden, man musste mit den Fäusten draufschlagen, dann machten die aber eben auch verschiedene Töne, und er war dafür zuständig, mehrmals am Tag diese Glocken zu spielen am Dom. Es gibt auch von ihm, er war auch zuständig dafür, dass das gepflegt wurden, diese Glocken, und es gibt von ihm auch Briefe, wie man diese restaurieren soll oder wie man die pflegen soll. Also war zuständig für diese großen, noch sehr schweren und Instrumente, die in der ganzen Stadt natürlich zu hören war, was da gespielt wurde. Und was gespielt wurde, waren bestimmte Melodien, aber eben auch war er zuständig noch für eine ganz andere Funktion, nämlich war er eben auch Flötist. Und er hat mit seiner Blockflöte, hatte er die Aufgabe, auf dem Kirchhof zu bestimmten Zeiten zu spielen, zur Unterhaltung der Menschen, aber eben auch, und da war eben die Frage, was spielt denn dann ein Flötist mit einer einzigen Flöte, einmal, zweimal am Tag auf diesem Kirchhof. Und eine Besonderheit bei ihm war, dass er blind war. Also Jakob van Eyck war ein blinder Glockenspielmeister und Flötist. Und der hatte natürlich keine Möglichkeit, sich mit Noten und weiteren Dingen zu versorgen. Es gab keine Blindenschrift zu dieser Zeit, das war um 1600. Und er hat dann quasi über das Hören das variiert, was er übers Hören kannte. Und das, was er übers Hören kannte, kannten ja alle. Also das, was sozusagen im Kollektiv, in der Gemeinde, in der Stadt, was da so quasi die Spatzen von den Dächern pfiffen, das nahm Jakob van Eyck auf und spielte das mit seiner Flöte auf dem Kirchhof. Und da ist eben interessant, deswegen kann man um 1600 sehen, was da überhaupt überall bekannt war. Denn er konnte es ja nicht lesen, er musste es ja gehört haben. Das heißt, musste auch wirklich da überall präsent sein. Und da haben wir sehr, sehr viele berühmte, man könnte sagen Popmusikstücke zur damaligen Zeit, was man so kannte von John Dowland, Flow My Tears oder Greensleeves und solche Dinge. Aber was sehr interessant ist, dass tatsächlich mindestens 40% dieser ganzen Variationen, das hieß der Flötendysthof, also der Vergnügungsgarten des Flötisten, wurde dann veröffentlicht, und man hat das einfach aufgeschrieben, was van Eyck da gespielt hat. Das konnte er natürlich auch wiederum nicht kontrollieren, also haben wir immer so eine Art Flüsterposteffekt natürlich, aber er variierte eben über 40% Psalmen. Und das heißt, dass diese Psalmen, die Gemeinde in der Kirche gehört hat,
wo er dann quasi auf dem Kirchhof vor der Kirchenschwelle stand, auch die Melodien hörten, die sie im Gottesdienst gehört hat und auch selber gesungen haben. Aber auf eine ganz andere Weise, denn hier war ein Instrumentalist, der sehr virtuos war, also er konnte unglaublich gut Blockflöte spielen, sonst hätte er diese Sachen alle nicht so komponiert, und wir üben das wirklich sehr lange, auch in der Ausbildung. Van Eyck spielen steht sogar in der, als Beispiel für die Eignungsprüfung, ob jemand geeignet ist fürs Musikstudium. Und er hat dann aber diese Melodien im Gottesdienst, die im Gottesdienst sehr präsent waren, auf eine ganz andere Weise auf der Schwelle, also außen, gespielt natürlich, als es innen war. Und zwar mit einer unglaublichen Lebendigkeit und einer unglaublichen Freude und Spielfreudigkeit, und hat gerade diese Psalmen mit einer unfassbaren Vitalität auf dem Marktplatz, also auf dem Kirchhof, aufgeführt. Und das finde ich eben ein sehr schönes Beispiel, um das heute für Sie zu spielen, dass eben diese Kirchenmusik eben auch die Musik ist, die man auch mit einer ungeheuren Vitalität mitten zu den Menschen, in der Mitte der Menschen spielen kann und trotzdem dafür nicht was anderes spielen muss und einfach in dieser Vitalität zu spielen. Und deswegen habe ich das Lied ausgesucht, Unser Vater im Himmelreich, dieser berühmte Choral oder die berühmte Psalm von Luther, der ja selber auch mit vielen Musikern in Kontakt war. Also als er eine schwere Zeit hatte vor dem Reichstag, da hat ihm Ludwig Senfel ein aufmunterndes Stück geschickt und ein tröstendes Lied. Er selber hatte seine Kompositionen auch, es war ja für ihn sehr wichtig, wie dann auch die Gesangsbücher waren in den Kirchen, wie das dann zusammengearbeitet wird. Und deswegen spiele ich jetzt eben die Variation von Van Eyck, der das Lied nur vom Hören kannte, aus Holland. Und davor gibt es ein Präludium und Vorspiel, so wird es in der Kirche ja auch gemacht. Und das hat er am Anfang von seinem ganzen Sammelband, steht in Präludium und Vorspiel, das ist sehr frei, und dann kommt dieser Unser Vater im Himmelreich, und er macht darüber 5 Variationen, und die werden zunehmend interessanter, was man mit diesem Lied von Luther alles macht. Thank you.
Gut, ausbilden für eine Kirche der Zukunft. So steht es in Ihrem Programm und wir wollen uns eine kleine Talkrunde leisten. Ich fand es ja schon erstaunlich, lieber Herr Lichtenfeld und liebes Team des Predigerseminars, dass ihr hinter dieses Ausbilden für eine Kirche der Zukunft ein Fragezeichen gesetzt habt und dann kam aber schnell das Ausrufezeichen. Ich habe den Eindruck, in dieser 100-jährigen Geschichte des Predigerseminars ist immer ausgebildet worden für eine Kirche der Zukunft und auch immer ausgebildet worden für eine sich verändernde Kirche. Nichtsdestotrotz stehen wir vor besonderen Veränderungen, besonderen Herausforderungen, auch wirklich nicht wissend, wo genau es hinläuft und trotzdem die Menschen ausbilden, die genau diese Gestaltung und diese Veränderung ja tragen müssen und tun müssen. Eine kleine Talkrunde wollen wir uns leisten bis um 12. Es ist schon viel geredet, aber das soll jetzt noch passieren. Ich darf Sie bitten, Herr Landesbischof, wenn Sie zu mir bitte aufs Podium kommen. Ich darf dich bitten, liebe Isolde Schmucker, komm bitte zu mir. Ich darf Sie bitten, Frau Keller, zu mir aufs Podium. Lisa Hacker kommt zu mir aufs Podium. Frau Vogelmann kommt zu mir aufs Podium. Und dann sind wir hier schon vollständig. Genau, wir haben ja ein Mikrofon, es einfach immer dahin weitergeben, wo es jetzt gerade nötig ist und gebraucht wird. Und dann kriegen wir es, glaube ich, gut hin. Ich würde gerne mit so einer ganz kleinen persönlichen Frage an Sie alle beginnen und Sie nacheinander fragen, vielleicht Herr Landesbischof als Erster. Ich weiß, Herr Landesbischof Bedford-Strom, dass Ihr Herz für die Ausbildung schlägt. Ich könnte jetzt den Professor fragen. Ich weiß, dass Ihr Herz schlägt für die Zukunft unserer Kirche. Ich könnte jetzt den Bischof und das kirchenleitende Organ fragen, wo geht's denn hin? Ich fange mal ganz anders an. Sie haben natürlich auch Theologie studiert und Sie waren im Vikariat, wenn ich es richtig recherchiert habe, zwischen 92 und 94 in Baden, in Heddesheim. Wenn Sie an die Zeit denken, gibt es da ein Erlebnis, ein Moment, von dem Sie sagen würden, das würde ich jedem angehenden Pfarrer wünschen. Das war für mich wichtig, das würde ich jedem angehenden Pfarrer wünschen. Also ich habe jetzt eher das Problem, dass mir da so vieles einfällt, aber wenn ich jetzt eins sagen sollte, dann wäre es ein Gottesdienst. Also die Gottesdienste waren in meinem Vikariat in Heddesheim, das hing auch mit meinem Lehrpfarrer zusammen, für den das sehr wichtig war, waren Highlights und jedes Mal bin ich gerne zum Gottesdienst gegangen und ich erinnere mich an einen Gottesdienst zu Weihnachten, da habe ich selber so eine Geschichte geschrieben, so eine Szene geschrieben, die wo es zur Krippe hingeht und so als Vikar versucht man das dann und weiß aber nicht, wie wird es dann laufen und es war richtig schön und ich war so dankbar, es war stimmig, es war Geist da und alle waren, glaube ich, auch glücklich drüber und es war für mich einfach ein wunderschöner Gottesdienst, mal auf ganz andere Art mit jungen Leuten und mit Kindern und das ist mir in Erinnerung geblieben, aber es ist nicht so herausragend, weil ich so viele andere wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht habe. Das ist toll, wenn man im Vikariat diesen Rückenwind für eine längere Berufslaufbahn dann bekommt. Was ich jetzt verstanden habe, vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden, aber was ich gehört habe, ist, was ausprobieren dürfen, Resonanz bekommen, sich getragen fühlen und da auch wirklich ins eigene Tun zu kommen und diese Resonanz zu merken. Ja, also es war was, was ins Herz gegangen ist. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und deswegen sage ich ja auch immer, der entscheidende Schlüssel für die Zukunft unserer Kirche ist, dass wir Zugang zu unseren eigenen Ressourcen bekommen, also den eigenen Glaubensressourcen, das heißt letztlich Jesus Christus, dass wir das neu entdecken, dass wir es immer wieder neu entdecken und dass wir uns anrühren lassen davon, dass das etwas ist, was eben natürlich den Kopf mit einschließt, da liegt dann beim Theologiestudium auch ein gut begründeter Schwerpunkt, aber Herz, Seele und Kopf, das muss eben immer miteinander kommunizieren und das habe ich so im Vikariat erlebt. Mein Lehrpfarrer war theologisch ganz konservativ, hat aber mit den 68ern heftig demonstriert. Also war eine extrem, eine Persönlichkeit, die ganz unterschiedliche Dinge so zusammengehalten hat. Dieses Herz, die tiefe Frömmigkeit, die aber nicht so aufgesetzt war, die Authentizität, nenne ich es jetzt mal wieder,
Das hat mich inspiriert. Und von meiner Erfahrung in Berkeley, in Oakland, eine schwarze Gemeinde, lutherische Gemeinde, wo wir ein Jahr lang gelebt haben, der Pfarrer, der Prediger dieser Gemeinde, der hat mich geprägt. Und da war das auch so, diese Leidenschaft, diese Authentizität und eine tiefe, tiefe Frömmigkeit, die aber ganz weltzugewandt war. Das sind alles so Dinge, die waren Highlights für mich und die haben mich geprägt. Vielen Dank. Könnten Sie mal das Mikrofon zu der Frau Vogelmann schicken? Katrin Vogelmann, Vorsitzende der Landesjugendkammer, auch Theologiestudierende. Sie haben viel Kontakt sowohl in Ihren Gremien als auch, Sie kommen ja aus der evangelischen Jugend, Sie sind ja nicht erst seit gestern Vorsitzender der Landesjugendkammer, sondern haben da ja schon viel gemacht, haben viel Kontakt auch mit Hauptamtlichen, mit Pfarrern, aber auch mit anderen Hauptamtlichen. Gibt es so eine Beobachtung, wo Sie sagen, genau, wenn ich mir das anschaue, an diesem Beruf, das reizt, da habe ich Lust drauf? Ich glaube, also aus meiner persönlichen Erfahrung, für mich war sehr früh klar, Theologie zu studieren. Ich durfte auch eine Pfarrperson erleben, die mich sehr geprägt hat. Und ich glaube, was mich reizt, ist, Menschen kennenzulernen und sie zu fragen, was sie von mir brauchen. Und einfach ja, mit sie begleiten zu dürfen in ihrem Leben. Ich habe eine wahnsinnige Begleitung erfahren und ich bin sehr, sehr dankbar, als junger Mensch so viel Power und so gepusht worden zu sein auch. Und irgendwie hat man mit mir herausgefunden, was sind meine Stärken und wo soll es hingehen. Und genau das ist, glaube ich, das größte Interesse daran, Menschen zu begleiten ihr Leben lang und gerade natürlich vor allem mit dem Fokus auf junge Menschen. Also Kontakt, Begleitung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Geben Sie es mal eins weiter, Frau Professor Dr. Keller, seit 2020 sind Sie an der Augustana als Professorin für praktische Theologie, aber Sie sind ja nicht nur in der Wissenschaft gewesen. Also wenn ich es richtig recherchiert habe, haben Sie ja auch Vikariat gemacht, waren auch im Pfarrdienst, gleichzeitig dann mit Ihrer wissenschaftlichen Karriere. Wenn ich Sie mal frage, als die Pfarrerin, die Sie ja auch sind und waren, gab es was, wo Sie sagen, das aus dem Studium habe ich dringend gebraucht, um gut Pfarrerin sein zu können? Also natürlich bin ich froh um die intensive theologische Reflexion, die ich genießen durfte und die mit dem Abschluss des Studiums ja auch nicht geendet hat. Aber es ist natürlich tatsächlich die Praxis eine ganz wichtige Schnittstelle, um überhaupt Theologe zu werden, wenn Sie eben nicht mehr sich in Fußnoten verstecken können, sondern in einer Predigt, in einer Kasualie diese ganz elementaren Inhalte des Glaubens formulieren auf einen spezifischen Adressatenkreis hin. Ich glaube, da habe ich auch erst nochmal richtig Theologie treiben gelernt. Insofern wäre für mich der erste Teil der Ausbildung eigentlich unvollständig ohne diese intensive weitere Arbeit eben dann vor Ort, sowas wie Kommunikation des Evangeliums, wie man es nennen möchte, tatsächlich vorzunehmen. Das habe ich tatsächlich, also beim Anfangen zu predigen, oh Gott, wie formuliere ich das, was ist denn da richtig, und eben keine Fußnoten zu haben, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung. Genau, ich glaube, auf diese Schnittstelle werden wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, nochmal kommen, aber herzlichen Dank dafür. Isolde Schmucker, wenn du an dein Vikariat denkst, ist ja auch schon ein paar Tage her, 93, wenn ich es richtig recherchiert habe. Wenn du an dein Vikariat denkst, gibt es so einen Lernschritt, wo du sagst, das war für mich ein echter Lernschritt? Ja, für mich war damals so ein echter Lernschritt, dass mein Mentor von mir verlangt hat, dass ich in ganz viele Bereiche hineinschaue, die mir bisher nicht offen waren. Also er hat mich, ich war in Haidhausen, da gab es eine gute Diakonie, und er hat mich wirklich zu Menschen geschickt, mit denen ich in meiner eigenen Biografie noch gar nicht so in Kontakt kam. Und hat von mir verlangt, wirklich diese Fremdheit anzunehmen und mit dieser Fremdheit umzugehen, auch seelsorgerlich. Und das fand ich ganz wichtig. Also nun liegt auch mein Herz bei der Seelsorge. Ich war ja vorher Krankenhausseelsorgerin, aber wirklich mit Welten in Kontakt zu kommen, wo ich erstmal gar nicht so weiß, wie ich gut reagiere und wie ich gut nahe da auch bei den Menschen bin. Und das war für mich schon sehr prägend. Sicher auch eine Herausforderung. Ja? Also raus aus der Komfortzone und an der Stelle mich stellen müssen, das kann ich mir gut vorstellen. Ich das noch mal einmal weiter.
Frau Hacker, Sie haben hier Vikariat gemacht, sind vor einem halben Jahr ordiniert worden und sind jetzt ganz frisch noch, wahrscheinlich fühlt es sich noch sehr frisch an, ja, auf einer Pfarrstelle in Rodingen im Bayerischen Wald in einer 5% Diaspora, also in so einer Ecke, wo Sie ja auch gar nicht herkommen. Sie kommen aus Bayreuth, ne? Wenn ich es noch richtig weiß. Genau. Wenn Sie jetzt mal an dieses erste halbe Jahr denken, mit all dem, was Sie so mitbringen, gelernt haben, wo Sie sich ausgerüstet haben, gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, aha, da habe ich was erlebt, jetzt weiß ich, wie Pfarrer ist, jetzt bin ich in der Rolle? Ich finde es ganz spannend, ich habe den Kirchenvorstand in der ersten Sitzung gefragt, was Sie so von mir erwarten und was Sie wollen. Und Sie haben gesagt, Sie wollen einfach, dass wieder alles stattfindet. Also, dass der Sonntagsgottesdienst stattfindet und dass die Frauen sich einmal im Monat zum Frauenfrühstück treffen, das organisiere nicht ich, aber und dass das Gemeindefest irgendwie ist und dass jemand da ist, der das verantwortet und eigentlich auch am liebsten 24/7 im Pfarramt ist. Und das fand ich ganz interessant, dass es für Sie einfach, also mein Anspruch ist höher, aber dass es für Sie reicht zu sagen, es ist jemand da. Und da habe ich dann jetzt an verschiedenen Veranstaltungen und Punkten so im Jahr bisher schon gemerkt, okay, dass es überhaupt stattfindet, da bin ich für die schon Pfarrerin. Genau. Also die Rolle ergibt sich von selber, da müssen Sie gar nicht so sehr viel dafür tun, sondern da sein, präsent sein und dann ist man beieinander. Danke erstmal. Ausbilden für eine Kirche der Zukunft. Herr Bischof, stellen Sie sich vor, wahrscheinlich begegnet, ist Ihnen das genau schon so passiert. Gehen Sie mal in eine Situation, wo Sie sagen, es kommt ein Mensch auf mich zu, ein junger Mensch, 19, 20, der hat Ahnung von Kirche. Also so wie Sie gesagt haben, der ist geprägt vielleicht von einem älteren Konfirmator, wie auch immer. Also er ist nicht ganz fremd, aber er hat Ahnung von dem, wie es jetzt gerade läuft. Und er fragt Sie, ich bin am Überlegen, Herr Bischof, was denken Sie in 10 Jahren, was wird da von mir erwartet, wenn ich Pfarrer werde? Was würden Sie ihm sagen? Also ich soll jetzt die Frage beantworten, von der Herr Lichtenfeld gerade gesagt hat, dass man sie nicht beantworten kann, aber ich versuch's. Ich habe auch, ich kann mich ja irren, aber ich habe schon eine Vorstellung. Die wird natürlich einschließen, dass wir weniger sein werden. Wir werden deutlich weniger sein. Viele Menschen, die vielleicht auch schon seit längerem Distanz zur Kirche empfunden haben, vielleicht nie so richtig wussten, warum bin ich eigentlich in der Kirche? Meine Eltern haben mir das mitgegeben, aber innerlich hat es nicht angedockt. Die werden wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Die Menschen, die aber Mitglied der Kirche sind in 10 Jahren, die sind es aus Freiheit. Die sind es, weil sie selber sagen, ja, ich will Mitglied der Kirche. Es gibt keine sozialen Sanktionen mehr, wenn einer aus der Kirche austritt, ist längst vorbei. Im Gegenteil, manchmal muss man sich eher dafür rechtfertigen. Ganz anders als früher. Das heißt, die Menschen, die Mitglied der Kirche sind und sich vielleicht auch in der Gemeinde engagieren, die wissen in der Regel auch ziemlich genau, warum. Und die tun das aus Leidenschaft, aus tiefer Überzeugung. Und das strahlen sie auch aus. Und die Menschen drumherum, die erleben da eine Kirche, die kleiner geworden ist, die pluraler geworden ist. Da sind inzwischen Menschen dabei, die hat man früher nie in der Kirche gesehen. Die haben als junge Leute gute Erfahrungen gemacht mit all diesen Reformprozessen vor 10 Jahren, wo sie plötzlich gemerkt haben, aha, wir sind nicht nur diejenigen, mit denen man auch mal reden möchte, sondern wir gestalten selber Kirche und haben auch zum Beispiel wahrgenommen, dass da vor 10 Jahren eine 25-jährige Studentin zur Präses der EKD-Synode gewählt worden ist, wo früher immer nur so Minister und Leute, die man kannte und die große Namen hatten, gewählt worden sind, bei der das Handy eine Verlängerung des Arms ist und die Sprache spricht von den Menschen, die eben heute jünger sind. Das haben die alles wahrgenommen. Und die haben auch gemerkt, dass die Institution Kirche dazulernt und auch wirklich will, dass etwa junge Leute was zu sagen haben. Die haben es vielleicht sogar über irgendeinen Bekannten gehört, dass die Quote bei der EKD-Synode eingeführt worden ist und von den Landeskirchen, die dann ihre Synodalen in die EKD-Synode geschickt haben, sogar noch deutlich übertroffen worden ist, sodass junge Leute eine ganz andere Rolle spielen als früher. So, diese Leute, die jetzt neugierig geworden sind, wieder auf die Kirche, die hat man früher so nie gesehen. Die sind auch viel bunter, die haben ganz andere
andere Arten zu leben. Und das hat jetzt seinen Ort in der Kirche. Die Kirche wird also, die Gemeinden werden völlig selbstverständlich zusammenarbeiten. Nicht jede Gemeinde bietet alles an, sondern die haben unterschiedliche Profile. Es gibt natürlich längst eine App, bei der du nur dreimal Klick machen musst und dann das, was du dir für dich ersehnst und was du brauchst in deinem kirchlichen Leben, das hast du natürlich sofort auf dem Handy drauf, weil du weißt, gibst die Alterszahl ein und was du für ein Angebot suchst, da weißt du genau, welche Gemeinde in der Region das anbietet. Haben wir alles im Moment nicht. Das wird alles völlig normal sein und die Gemeinden werden auch verstanden haben, dass die Auskunft, das ist uns zu anstrengend, die Daten da immer einzuspeisen, nicht mehr gilt, sondern dass es absoluter Standard ist, dass die Gemeinden auf digitaler Ebene up-to-date sind und dass sie das genauso ernst nehmen wie viele andere Dinge, für die sie früher vor 10 Jahren viel Zeit verbracht haben. Dann wird natürlich längst überwunden sein, diese extreme Befassung der Seelsorgerinnen und Seelsorger mit Verwaltung. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat man dann den richtigen Dreh gefunden, um die Menschen zu finden, die diese Verwaltungsdinge verantwortlich machen können und dann den anderen kirchlichen Berufsgruppen zuarbeiten und dann sie aber auch davon freistellen oder dafür freistellen, etwas Seelsorge zu machen. All diese Dinge, letzter Satz, all diese Dinge, die kirchlichen Berufsgruppen, die Zusammenarbeit, das wird nach ziemlichen Anlaufschwierigkeiten von vor 10 Jahren, vielleicht auch noch von vor 5 Jahren, dann aufs Gleis gesetzt sein, weil sich irgendwann Leute Gedanken gemacht haben, wie man die Kirche der Zukunft bauen kann. Und deswegen sehe ich in 10 Jahren eine Kirche, die eine richtig starke Botschaft hat und auch besser geworden ist, Botschafterin und Botschafter dieser Botschaft in der jeweiligen Zeit zu sein. Ein Satz noch, was wird von mir als Pfarrer verlangt? Von mir als Pfarrer wird verlangt, dass ich im Team arbeite, ganz selbstverständlich. Jede Allüren von Pfarrherrlichkeit gehören der Vergangenheit an, die kann man sich gar nicht mehr leisten. Man entdeckt einander in den unterschiedlichen Fähigkeiten und Profilen. Und, das ist das Allerwichtigste, der Pfarrer und die Pfarrerin tut das alles getragen von einer gemeinschaftlich gelebten Spiritualität, in der alle, die da beteiligt sind, Ehrenamtliche und Hauptamtliche, immer wieder hören und sich anrühren lassen von dieser wunderbaren Botschaft und insbesondere von der radikalen Liebe Jesu Christi. Also das Team, die Spiritualität und auch von vielem entlastet, das lassen wir mal weg für die Ausbildung, aber die Frage, das ist das, was so der Kern ist. Ich frage Sie mal, Frau Hacker, was davon erleben Sie schon, jetzt gerade? Ja? Also ich merke, dass innerhalb des Dekanats man auf dem Weg ist, kooperativ zu arbeiten. Ich erlebe, dass die Verwaltungsstellen versuchen, Hilfestellung bei der Verwaltung zu geben. In der Ausbildung sind wir da noch auf einem Weg hin zu, wie kann kooperatives Arbeiten gelingen? Wie können wir als Pfarrpersonen zusammenarbeiten und sozusagen unsere Stärken und Schwächen einbringen und das auch wertschätzen, was der andere gut kann oder nicht? Ja, genau, soweit vielleicht. Soweit vielleicht. Also der Ansatz ist schon da und da noch weiter. Liebe Isolde, ich gehe noch mal ein bisschen, ein paar Fäden hast du ja schon gelegt und ich bitte dich um Kürze. Aber wie geht denn das tatsächlich rauszukommen aus dem selig sind die Bene, die am Stehen am Altar alleine? Also wie geht es tatsächlich ganz praktisch für Vikare, Vikarinnen, das auch zu erleben, es zu lernen, es als Stärke zu lernen, zusammenzuarbeiten und vielleicht auch über die Berufsgruppen hinaus zusammenzuarbeiten, Stärken, Qualifikationen zusammenzulegen. Wie stellt ihr euch vor, wie ihr das unterstützen könnt in der Ausbildung? Ja. Also durch den Modulplan, den wir haben, ist es auch möglich, in den Profilphasen sogar jahrgangsübergreifend miteinander Seminare zu machen. Ich denke, das, was wir im Corona gelernt haben, dass wir auch digital miteinander arbeiten, das müssen wir viel mehr stärken. Wenn ich jetzt auf den Religionsunterricht komme oder Religionspädagogik, nur als Beispiel, dann wollen wir das auch so fördern, dass man konzentriert sich in diesem Modul auf Religionspädagogik sehr stark, auch miteinander Schulstunden vorbereiten kann, Materialien hat, dass man das auch mit Religionspädagogen macht, dass man auch mit denen Reflexionseinheiten hat, noch viel, viel stärker als bisher. Ich habe vorhin von den Kirchenmusikern erzählt und das gerade im digitalen Bereich ist es sehr deutlich, da geht die Spanne sehr weit auseinander. Viele sind
vollkommen beheimatet. Für manche ist der Zugang noch sehr schwer. Die sollen alle den gleichen Grundstück kriegen. Und gerade in den Phasen, wo Profilphasen oder so, miteinander sich selbst gegenseitig zu schulen, das sind so Ansätze und auch kennenzulernen, was gibt es in der Region, mit wem kann ich mich vernetzen. Also ganz am Anfang der Ausbildung steht wirklich dieses Wahrnehmen, in welcher Region, in welchem Sozialraum lebe ich, was prägt dieser Sozialraum und wie kann ich mich gut vernetzen und das auch außerkirchlich. Bis dahin gehen, dass wir auch in der Projektarbeit sagen, berufsübergreifend miteinander arbeiten, ein Teamprojekt, das ich dann darstelle und worüber ich reflektiere. Also es sind so ein paar Gedanken nur. Geprüft werde ich dann aber doch wieder alleine, oder? Da müsste ich jetzt den Günther Riedner so ganz genau fragen. Nein, ich glaube, es wird im Abschlusskolloquium auch tatsächlich so sein, dass man zu zweit in einer Prüfung ist und natürlich miteinander da auch reflektiert über Dinge. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Dieses ich werde Theologin, ich mache mich, also Frau Keller, ich mache mich als Theologin ja auch sichtbar, auch erkennbar. Das fand ich auch bei dem, was Sie gerade gesagt haben, sehr deutlich. Also ich bin Theologin, ich bin als Theologin hier Pfarrer und in die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen zu gehen. Wie wird das schon angesetzt oder kann das schon angesetzt werden im Studium oder ist das irgendwie Basis und Aufbau, also erste Phase, zweite Phase oder wie senken Sie an der Stelle? Also ich wünsche mir das hier und versuche auch nach meinen Möglichkeiten durchaus daran zu arbeiten, da nicht nur einen Möglichkeitssinn, sondern auch einen Realitätssinn dafür zu entwickeln, dieses Miteinander ganz selbstverständlich anzunehmen. Eine der Chancen, die wir in diesem sehr, sehr stark strukturierten Theologiestudium haben, zumindest in der praktischen Theologie, ist ja auch eine Vielfalt von inneren Bildern hervorzurufen, wie diese Zukunft aussehen wird, die auch sehr ungleichzeitig sich entwickelt. Also man kann natürlich mit Strukturmaßnahmen feststellen, dass Mindeststandards in der Verwaltung der Digitalisierung sichergestellt sind. Gleichzeitig, gerade wenn wir nach Bayern gucken, haben wir eine hohe Heterogenität, wie die kirchliche Landschaft aussieht. Sie sind da eine 5%-Diaspora. Das sind natürlich ganz andere Arbeitsverhältnisse. Und das ist eine Aufgabe, die es auch mit zu bedenken gilt. Und im Grunde genommen halte ich es für sinnvoll und notwendig, die Studierenden auch mit dieser Pluralität an Optionen und dann tatsächlich in Pfarrberufsbildern auch umzugehen. Also sie müssen natürlich einen guten Grundstock haben, aber Sie haben es auch in Ihren Formulierungen vorhin bereits erwähnt, da werden auch Spezialisierungen hervorgerufen und aber das ganz selbstverständliche Wissen darum, dass es auch weniger Pfarrerinnen und Pfarrer geben wird und die selbstverständlich mit anderen Berufsgruppen interagieren, da kann man jetzt in praktischen Einheiten und so weiter ganz selbstverständlich miteinander ins Gespräch kommen, wie die sich denn in der Praxis bereits ergänzen. Und wenn das sichtbar wird und nicht nur ein Schaubild ist, wie die miteinander interagieren, die Berufsgruppen, sondern wenn man da auch mit solchen Praxisbeispielen operiert, dass das eben selbstverständlich möglich ist und dann allerdings vor Ort nochmal unterschiedlich aussieht, da kann man eben diesen Möglichkeitssinn bereits generieren. Das halte ich für absolut notwendig und möglich. Und die sind auch total interessiert. Die wollen ja auch wissen, wie das aussehen könnte. Die wissen darum, dass es auch zu dem Zeitpunkt, was sie wieder Karriere machen, nochmal anders aussieht. Jetzt gibt es ja so Diskussionen, ich bleibe noch eine Sekunde bei Ihnen, zu sagen, bilden wir Theologen aus oder bilden wir Pfarrer aus, universitär? Gibt es da von Ihnen ein kurzes Statement dazu? Was tun wir da? Also wir bilden Theologinnen und Theologen aus, von denen viele auch sehr gerne Pfarrerinnen und Pfarrer werden. Sehr salomonische Antwort, herzlichen Dank. Also wir bilden Theologinnen und Theologen aus und dass es da eine hohe Affinität, gerade auch an der Augustana und eine Bezogenheit zur Kirche gibt, die auch, also ich als praktische Theologin genieße das auch so viel Interaktion zu haben mit Leuten, die Kirche im Moment steuern, weitergestalten, das ist für mich ein großer Reichtum, das finde ich total toll. Ja. Und ich kann den Studierenden also mit Fug und Recht behaupten, dass es ein großartiger Beruf ist, eine große Schule, das ist ein großes Geschenk, darin arbeiten zu können und bereite die darauf Lust haben, auch gerne darauf aufs Pfarramt vor. Das schließt sich glücklicherweise nicht aus. Das ist schon mal ein Anfang. Frau Vogelmann, jetzt haben Sie eine Menge gehört so von Zukunft, was kommt da, was verändert sich und so. Wo sagen Sie denn jetzt aus einfach Ihrer Erfahrung raus und auch aus der Lust raus, dass das macht, also von dem, was ich jetzt an Veränderungen auch gehört habe, das macht Spaß, da ist ein Funken drin, der jetzt nicht depressiv ist, sondern der aufbrechend ist und der Lust macht, diesen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, was Lust macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Kirche, Kirchenleitung, aber auch in den Dekanaten und Gemeinden so ein
Stück weit verstanden wurde, was es heißt, jung in der Kirche zu sein. Und dass es Menschen gibt, die da Bock drauf haben in neuen und in anderen Formen, das macht mir Freude und ich glaube, da schaue ich mit Freude in die Zukunft. Was gerade passiert, ist ja auch, dass wir viel über Beteiligung nachdenken und ich glaube, auch das ist was, wo ich noch viel Energie spüre, dass wir eine Kirche der Beteiligung sind. Und dass Menschen das Gefühl haben, wenn ich das möchte, dann darf ich hier auch gestalten. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese Kirche zu gestalten, nicht in einer Hierarchie, nicht im Unterschied zwischen Haupt- und Ehrenamt, sondern mit dem, was ich mitbringe. Genau, und ich glaube, das gibt Energie für die Zukunft, dass ich mir sehr sicher bin, dass wir es schaffen werden, noch mehr irgendwie auf die Beteiligung der Einzelnen irgendwie hinzuarbeiten. Finde ich total klasse, dass diese Resonanz von Ihnen kommt. Es ist ja in einer Transformation, wo wir noch nicht genau wissen, wo es hingeht, wird dieser Charakter von Experiment wichtiger. Ausprobieren dürfen und dann sehen, was kommt dabei raus. Gibt es so Experimente, wo Sie sagen, da hätte ich Lust drauf, das könnte ich in dieser Kirche mal ausprobieren? Ein, zwei Beispiele? Ja, ganz, ganz viel. Also wir werden ja immer, oder eins meiner Themen auch gerade, oder die uns als junge Erwachsene, würde ich jetzt mal sagen, weniger in der Jugend, aber auch in der Jugendarbeit, aber vor allem als junge Erwachsene beschäftigt, ist, was passiert mit den Menschen, die aus der Jugendarbeit rauswachsen, junge Erwachsene sind, keine Kinder haben und trotzdem noch irgendwie in Kirche sein wollen. Und ich glaube schon, jetzt bin ich im städtischen Kontext groß geworden, ich glaube, da muss man echt auf die Kontexte achten, aber ich glaube schon, dass es Möglichkeiten gibt, jungen Menschen Räume zu bieten. Wir haben Flächen, Gartenflächen. Ja? Und ich glaube, es ist gerade irgendwie in, zu sagen, ey, ich baue mir meinen eigenen Salat an. Warum schaffen wir es nicht, zu sagen, da ist ein Garten, da ist ein Raum und hier mach das und nimm mit nach Hause, was du mitnehmen willst. So. Also ich glaube, es gibt echt viele Möglichkeiten, irgendwie anzudocken. Wir haben junge Erwachsene, die im Homeoffice sitzen und da alleine sind. Und wir haben leerstehende Kirchenräume und leerstehende Gemeindehäuser vormittags. So. Also ich glaube, es gibt echt Möglichkeiten. Und was ich dabei betonen will, ist, dass es wichtig ist, dass es dafür nicht einen Antrag braucht, dass nicht jemand kommt und sagt, ja, das machen wir, aber ich will in 2 Monaten wissen, wie viele Leute dann da waren und wie viele von denen, die hier vormittags sitzen oder im Garten arbeiten, dann aber auch Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen. Und die Mentalität müssen wir verlieren und sagen, hey, probiert was aus. Und natürlich evaluieren wir, natürlich sagen wir, das hat gepasst oder das hat nicht gepasst und dann fangen wir was Neues an. Aber es darf die Bürokratie keine Hürde sein und die Mentalität darf nicht sein, ich beschäftige mich nur mit dir oder ich biete dir nur den Raum, wenn du dann bitte aber auch dich vielleicht sogar noch taufen lässt oder Mitglied in der Kirche bist, sondern einfach das Interesse am Menschen zu haben und zu sagen, komm, hier ist Platz für dich und ich bin vielleicht sogar punktuell dabei und wenn du was von mir brauchst, dann bin ich da. Vielen lieben Dank für das Statement. Ich habe den Eindruck, Kirche der Zukunft wird in jedem Fall eine Kirche sein, die andocken muss an diversere Lebensverhältnisse, an eine buntere Gesellschaft, an eine sich ausdifferenzierendere Gesellschaft. So habe ich es von Ihnen auch gerade gehört. Wenn man jetzt ein bisschen böse ist, dann könnte man sagen, die Pfarrerschaft ist schon noch relativ homogen so in sich. Was können wir tun oder wo ist der Ansatzpunkt zu sagen, dass auch die Pfarrerschaft selber, die Hauptamtlichen schafft selber, ich würde es gerne vielleicht noch ein bisschen weiten, bunter, diverser, nicht ganz so in der eigenen Blase, nicht ganz so in der eigenen Echokammer lebt, sondern tatsächlich auch selber bunt und divers wird. Haben Sie da eine Idee dazu? Ja, das Erste ist wahrnehmen. Also ein Thema ist die Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Kirche. 20% sind es, 20-25%. Und jetzt gucke ich mal hier in die Runde. Naja, also das ist ziemlich homogen. Und ich will jetzt nicht zu konkret werden, aber es gab Zusammenhänge, wo man sich gewünscht hätte, dass ein Mensch zum Beispiel nicht weißer Hautfarbe in ein bestimmtes Gremium kommt. Und es ist nicht passiert, weil es halt bestimmte andere
subjektiv wichtiger Gesichtspunkte gab. Und das müssen wir überwinden. Und wir müssen überhaupt erstmal wahrnehmen, wie bunt unsere Kirche eigentlich ist, schon allein von ihren Mitgliedern. Und dann müssen wir natürlich auch wahrnehmen, wie bunt unsere Gesellschaft ist. Wenn wir uns wirklich einlassen auf das, was für mich ein zentraler Satz bei Paulus ist, Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. 2. Korinther 5, kennen alle. Das griechische Wort für die Welt, ich sage das immer wieder, ton kosmon. Das heißt die ganze Welt, nicht unsere christliche kleine Gemeinschaft. Wenn wir also unseren Christusglauben wirklich ernst nehmen, wenn wir, ich sag's mal so, wirklich fromm sind, dann müssen wir uns ganz auf die Welt einlassen. Und dann müssen wir wahrnehmen, was in der Welt abgeht. Glaube ich, und das ist meine Hoffnung jetzt in diesem Winter, dass wir Wärmenetzwerke bilden, dass die Kirchen in der ersten Reihe stehen, wenn es darum geht, dass in diesem Land keiner nicht gut durch diesen Winter kommt. Dass alle wissen, wo muss ich hingehen, wenn ich einen warmen Raum brauche, wenn ich mir mein Geld nicht mehr leisten kann. Dass diese Kirche einsteht für soziale Gerechtigkeit und die Stimme erhebt, wenn den einen das Geld aus den Ohren rauswächst und die anderen nichts haben, um ihre Heizkosten zu bezahlen und man Diskussionen darüber führen muss, ob die Wohlhabenden bereit dazu sind, diese Solidarität aufzubringen. Da müssen wir aufschreien und müssen sagen, es ist eine Selbstverständlichkeit, es gehört zum menschlichen Anstand, dass in einer solchen Situation alle zusammenhalten und dass es auch sich auf den Geldbeutel bezieht, jedenfalls da, wo man gut auf Zuwächse verzichten kann. Diese Art von Solidarität, die brauchen wir und wir als Kirchen müssen eine Stimme dafür sein. Und wenn die Leute das merken, wenn die Leute, die zum Beispiel zu kämpfen haben jeden Tag, wenn die die Kirche wahrnehmen als eine Kirche, die dafür einsteht, die ihre ganz konkreten Alltagssorgen kennt und einsteht dafür, dass alle zusammenhalten, dann glaube ich, werden wir auch wieder mehr wahrgenommen werden. Und dann werden auch Menschen, die vielleicht die Kirche irgendwie mit ihren Amtsträgern, mit irgendwelchen Kleidungsstücken oder sowas oder Dienstwegen assoziieren und dann in der Zeitung immer nur die Skandale lesen, ja, natürlich haben die keine große Lust, sich der Kirche anzunähern. Aber wenn sie sehen, dass die Kirche einsteht für die Menschen und gerade für die Schwachen, die biblische Option für die Armen, gehört zum Zentrum unseres Glaubens. Und das müssen wir einfach mal zeigen, selbst ausstrahlen. Dann müssen wir uns, glaube ich, über die Zukunft der Kirche keine Sorgen machen. Und ich frage nochmal, was tun wir, dass wir diverser werden in der Pfarrerschaft? Wahrnehmung. Meine Hoffnung ist, dass diese Wahrnehmung, dass wir die Welt sehen und unsere eigene Kirche zuallererst mal sehen und sehen, wie bunt die ist, dass wir dann ermutigen, dass wir Menschen ansprechen, dass wir auch ausstrahlen, diese Offenheit und dieses Pluralitätsbewusstsein sozusagen, dass wir es ausstrahlen und in solchen Sitzungen, wie ich es jetzt eben ohne konkreter zu werden gesagt habe, es selbstverständlich wird, dass dieser Gesichtspunkt angesichts der Homogenität, die wir alle immer wieder beobachten, an die erste Stelle rückt und wir dann auch vielleicht sehen, welche Riesenbereicherung Menschen in ihrer ganzen Buntheit sind. Ich sag's mal ganz persönlich. Mein Sohn, bevor er jetzt in die USA umgezogen ist, der hat in der Peace Church in München eine gottesdienstliche Heimat gefunden. Das ist eine freie methodistische Kirche. Und ich konnte das sehr gut verstehen, dass er dahin gegangen ist. Das hing auch damit zusammen, dass es englischsprachig ist und das eben eine deutsch-amerikanische Familie ist, auch die meines Sohnes. Ich bin aber öfters auch da gewesen. Das sind lauter Menschen unterschiedlicher Hautfarben, auch aus aller Welt, vielleicht halt, weil auch Englisch da mitgesprochen wird. Und da denke ich so oft, Mensch, jetzt gehe ich da hin und da ist dieses lebendige und bunte Leben. Warum schaffen wir das in unserer eigenen Kirche nicht? Und deswegen leide ich unter dem, was Sie mich jetzt eben gefragt haben, aber dadurch, dass ich drunter leide und vielleicht andere auch, das ist ja schon der erste Schritt, dass man aufmerksam wird auf die Orte, wo man es vielleicht überwinden kann, wo die Buntheit größer werden kann. Frau Hacker, jetzt haben Sie eine Menge mitgekriegt, einfach auch aus Ihrem Vikariat, aus der Ausbildung für die Praxis vor Ort. Und jetzt sagen Sie, okay, ich bin Pfarrerin, einfach nur, wenn ich da bin. Ich würde an der Stelle nochmal gerne in diesen Link reinfragen. Da gibt es ja Ideen, da gibt es Vorstellungen auch von Weiterentwicklung. Was braucht man an Handwerkszeug, was braucht man an Haltung, um dann in so eine Gemeinde zu gehen und zu sagen, okay, hier ist alles, wie es ist und am besten bleibt es, wie es bleiben soll, ja, wie es immer war. Was haben Sie dabei? Wie kann man das gut unterstützen, Menschen gut unterstützen, die in solchen Situationen ja auch voranbringen sollen und entwickeln sollen? Ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist, und da bin ich bei dir, dass
wir Menschen in ihren eigenen Fähigkeiten wahrnehmen müssen und ihnen eine Chance in der Kirche geben. Und das ist mein großer Wunsch für die Zukunft, dass ich Menschen befähige, in der Kirche Aufgaben zu übernehmen. Und da ist jede Aufgabe gleich viel wert. Und überhaupt erstmal wahrnehme, was können die Leute und wo können sie sich einbringen. Jetzt habe ich im Familiengottesdienstteam eine, die wahnsinnig gut basteln kann. Die sagt, sie kann sonst also irgendwie was anderes nicht, aber basteln. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie jetzt dabei ist und immer den Bastelpart im Familiengottesdienst übernimmt. Und da sozusagen die einzelnen Bausteine einer Gemeinde gleich ernst zu nehmen und gleich wahrzunehmen, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe als Pfarrerin und das auch gegenüber dem Rest der Gemeinde zu kommunizieren. Diese Aufgaben sind alle gleich viel wert. Und Begegnungsorte schaffen. Also mein Wunsch wäre, auch die Außenorte irgendwie wahrzunehmen. Das ist im Moment noch alles sehr zentriert auf den Hauptort. Und wir haben natürlich auch Senioren, die nicht fahren können mit dem Bus oder so. Wie kriegen die Kirche mit? Das ist noch so eine Frage, die ich mitnehme für die nächsten Monate. In jedem Fall, ne? Also in dieser in diesem ausgeweitet. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit, aber einen Aspekt würde ich gerne noch herholen. Es ist bei den Skills, bei den Grundqualifikationen, sage ich mal, bei den Skills, die ein Pfarrer braucht, ganz stark auch abgezogen auf den Gottesboten. Auf die eigene, also das ist bei euch auf der Homepage steht es sehr deutlich, das ist einer der Skills, wirklich Gottesbote zu sein. Und was mich angesprochen hat an dieser Beschreibung ist, der Gottesbote braucht den Anker zur Heimat. Also der ist in der Ferne, ist draußen, muss Botschaften, muss auch sich in die Ferne trauen, aber er braucht den Kontakt zur Heimat. Und das wäre so meine letzte kurze Runde, die ich Sie nochmal fragen würde. Auch als Persönlichkeitsbildung, als Ort in der Ausbildung, den Raum zu haben, diese Heimatbindung zu Gott, meine eigene Spiritualität nochmal zu stärken und zu unterstützen. Einfach nochmal eine Runde, was haben Sie erlebt und was ist da das Zukunftsweisende, das Wichtige, das wir in jedem Fall erhalten müssen oder weiterentwickeln müssen? Ich fange mal hier an und vielleicht gehen wir dann einmal in die Runde. Ich habe in der Ausbildung erlebt, dadurch, dass ich so ein halb fliegendes PS war, war ich an ganz verschiedenen Orten, Rummelsberg, Heilsbronn, hier in Augsburg und fand es da wahnsinnig schön, an ganz verschiedenen Orten auch verschiedene Kirchenräume als Kurs kennenzulernen und dort dann gemeinsam Andacht zu feiern und diese Orte zu bespielen. Und das hat, finde ich, das auch nochmal ganz bewusst aus dem gleichen Ort im Predigerseminar rausgelöst, zu sagen, wir sind an verschiedenen Orten und gucken, was ist das, was wir als Kurs oder auch als eigene Person weitertragen in die verschiedenen Räume, weil es das ist, was wir sozusagen für unsere Glaubensausübung brauchen. Da eine Anmerkung dazu, aber Kursgemeinschaft auch als eine geistliche Gemeinschaft, als die trägt über diese Zeit oder in der man was experimentieren kann. Unbedingt. Mhm. Okay. Da kann ich gut anknüpfen. Für mich war das Predigerseminar so eine Art Basisgemeinde, was mir sehr wichtig war, was bis heute auch nachwirkt. Ich fühle mich auch deswegen den Menschen, obwohl ich sie lange nicht mehr gesehen habe, da in Baden, eben anderswo, nicht in unserem eigenen bayerischen Netzwerk, sehr verbunden, weil wir gemeinsam gebetet haben, gemeinsam Gottesdienst gefeiert haben, auch unsere Schwächen, unsere Verletzlichkeit, das, was nicht gelungen ist, miteinander geteilt haben. Das wünsche ich mir und ich wünsche es mir natürlich auch nicht abgeschlossen für eine bestimmte Berufsgruppe, sondern Formen, wo Menschen auch mit unterschiedlichen Berufsgruppen, Hintergründen wirklich ehrlich miteinander sein können, nochmal authentisch einander begegnen können, ihre Verletzlichkeit zeigen können. Das verbindet ungemein, wenn man seine Verletzlichkeit mal zeigt. Und das kann man ganz am besten in einem sicheren geistlichen Raum. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, auch eines Predigerseminars. Aber wie gesagt, man sollte auch Orte haben, die nicht auf eine Berufsgruppe begrenzt sind. Ich möchte an dem sicheren geistlichen Raum anschließen. Also wir werden in diesem Vikariat 2026 in dem Projekt ja auch wirklich anregen, dass jeder sich einen geistlichen Mentor oder einen Spiritual, wie wir es nennen, mit dem er wirklich vertraut, also nicht nur in der Gemeinschaft, das ist auch ganz wichtig, aber auch nochmal für sich selbst seinen spirituellen Ort hat, wo er mit seinen Fragen und seinen Nöten kommen kann. Und ich denke, da ist auch der Punkt, dass es dann auch nach außen strahlt, wenn ich wirklich mir auch die Zeit nehme und meinen Glaubensboden habe, den ich dann auch nach außen tragen kann.
Im Kontext der Ausbildung der Studierenden ist es mir ein großes Anliegen, die Studierenden darauf hinzuweisen, dass in sehr unterschiedlicher Weise Gottesdienst gefeiert werden kann. Da müssen wir unbedingt meiner Einschätzung nach noch sehr viel stärker an der Pluralisierung der Gottesdienstformen arbeiten. Und ich hatte das große Glück, im letzten Semester waren Studierende aus der Pfalz, aus Friesland, selbstverständlich natürlich viele auch aus Bayern, aus dem Wilden Osten da, die unterschiedliche Gottesdiensttraditionen kennen und schätzen gelernt haben. Und das war ganz großartig. Die haben einander immer wieder befragt, wie sie feiern und warum man dieses und jenes in der Agenda auslassen kann oder was dazugehört. Und da wünsche ich mir sehr, oder das ist mir ein großes Anliegen, die Qualität des Gottesdienstes in den Feiern liegt auch darin, dass wir natürlich kontextuell angemessen Gottesdienste feiern. Um das zu verstehen, müssen wir sehr viele verschiedene Gottesdienste kennenlernen. Und so kann ich das nur aufnehmen, das ist mir ein großes Anliegen, in der Pluralität zu feiern. Und das heißt aber auch, Möglichkeiten zu haben, ganz verschiedene Formen auch im Laufe des Studiums kennenzulernen und sich da darin wohlzufühlen, zu wissen, es gibt nicht nur die eine Form. Wenn ich ehrlich bin, nicht im Gottesdienst. Die Momente, wo ich echt Gänsehaut kriege und wo ich merke, dass eine Connection, die ist, wenn ich mit jungen Menschen unterwegs bin und nicht ich diejenige bin, die von Gott erzählt, sondern die jungen Menschen selber gestalten und ich 14-Jährige da sitzen habe, die aus sich heraus irgendwie so formulieren mit ihren Worten, was sie erleben. Und das funktioniert in sicheren Räumen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das funktioniert vor allem im Gegenüber. Also sie haben irgendwie in den Diakonen, Religionspädagoginnen, in unseren JugendreferentInnen Menschen, die vorleben. Und im Gegenüber entwickeln sie dann, was sie für sich mitnehmen. Und das sind für mich echt Gänsehautmomente am Lagerfeuer beim Singen, wo ich so auftanke. Und wo ich sagen würde, das ist für mich die Form von Gottesdienst, wo ich ganz stark merke, dass da Geist weht. Vielen lieben Dank. Ich habe versprochen, dass wir um 12 diese Runde schließen, obwohl es noch ganz viele Fäden gäbe, an denen man jetzt weiter diskutieren kann. Vielleicht können Sie ja auch den einen oder anderen einfach jetzt in der Mittagspause nochmal ansprechen und sagen, was hast du da gemeint? Ich sag mal an der Stelle herzlichen Dank. Ich glaube, wir auf diesem Podium haben jetzt hinter dieses Ausbilden für eine Kirche der Zukunft wirklich ein fettes Ausrufezeichen gesetzt, auch mit vielen Aspekten, die jetzt einfach wirklich interessant sind zum Weiterdenken. Ganz herzlichen Dank dafür und ich gebe euch wieder das Wort. Applaus